Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Foodist Kinder-Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Foodist Kinder-Adventskalender sieht extrem süß aus. Und ich denke, dass ich diesen auch nehmen werde für meine Schwägerin und ihren Mann plus Kind, also quasi unseren kleinen Neffen, denn das Design ist einfach total niedlich und schön und ich weiß, dass sie den ganzen Advent über auch bei sich stehen haben werden und da passt das einfach auch sehr, sehr gut mit kleinem Kind und das ist ja auch einfach ein Kinder-Adventskalender. Ich bin sehr gespannt, was ich hier draus auch für mich verwenden kann, was ich weiter verschenken kann und ich bin einfach sehr gespannt auf den Inhalt. 49,90 € hat er gekostet, das ist eine Stange Geld, deswegen hoffe ich nicht, dass hier irgendwelche Bastel- und Malutensilien drin sind, sondern dass hier auch coole Sachen drin sind. Was bei so kleinen Kläppchen echt ganz schön schwierig werden könnte. Aber Foodist ist schlau, die haben bestimmt coole Produkte reingepackt. Gut, Boxen finde ich klasse, gefällt mir richtig gut vom Design her. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Nummer 1. Eigentlich bräuchte ich hier neben mir mal so einen Tisch, Stuhl, was auch immer, um meinen Adventskalender da immer drauf zu stellen und den nicht immer hochheben zu müssen. Aber so muss ich sagen, in dieser Adventskalender-Unboxing-Zeit, mein rechter Arm wird sehr muskulös. Wir haben hier einen Vanilla Choc Chip Keks, das ist dieser hier. Jo. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr im Foodist Adventskalender auch drin, in dem klassischen. Den fand ich eigentlich ganz lecker. Ne? Also das ist, ja, werde ich mir auch so naschen oder meinem Freund mal geben, weil der halt gerne diese Cookies mag mit Schokoladenstückchen drin. Das ist ein veganer Keks mit Schokoladenstückchen und Vanille. Ja, ne? Von Cookie Cat. Cookie Cat. Cookie Cat. So heißt die Marke. Hier ist die Nummer 2. Oh, es fällt runter, aber es ist grundsätzlich nicht so schlimm, denn teilweise hat das nicht so wirklich ein zusammengehöriges Design. Die beiden gehören zwar zusammen, der hier und die hier, aber ansonsten kann sich das ja frei verschieben, wie es lustig ist, dann ist es nicht so schlimm, ne? Cheesies, Crunchy Pop Cheese Gouda. Oh, die mag ich ja gerne, ne? Das ist ja voll meine Welt. 20 Gramm sind hier enthalten und das sind so aufgepuffte Käseballen quasi. Die mag ich gerne. Da ist die Nummer 3. Hier haben wir Weihnachtsbärchen drin. Das sind halt so Gummibärchen und ja, Weihnachtsbärchen. Die schmecken dann wahrscheinlich auch so ein bisschen für besinnlichen Naschdenken. Hä? Ein Weihnachtsbärchen in einer Schneekugel meditiert und dabei weder über das Bärsein noch über die Welt sinniert. Mit offenen Ohren und freien Gehirngängen lauscht es nur der Welt mit ihren 1000 Gesängen. Das ist ein Gedicht. Lässt Gedanken wie Schneeflocken treiben, ohne dass diese in Fell und Kopf hängen bleiben. Nichts kann es vom süßen Nichtstun ablenken. Das Weihnachtsbärchen nennt das Naschdenken, Nachdenken, das S in Klammern. Okay. Ja, 50 Gramm sind hier einfach enthalten. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie noch spezielle... Nee, doch Kürbis kann das auch sein. Oh, das sind so extra Geschmacksrichtungen. Interessant. Die Nummer 4 haben wir hier. Snack Bites Cookie Duff. Schmecken wie Cookie Duff. Also es schmeckt nach Keksteig. Ja, das sieht doch schon mal sehr, sehr ansprechend aus. Sowas mag ich auch gerne zum Snacken. 5 Stück sind hier mit drin. Oh, ich liebe Keksteig, ne? Das ist extra von der Marke Foodist, also quasi von der Marke, von der auch der Adventskalender ist. Wusste ich gar nicht, dass sie auch eigene Produkte haben. Die Nummer 5 ist direkt hier oben. Und hier haben wir Mango Magic by Rhubarb. Okay, 30 Gramm, das ist wohl einfach so ein Riegel. Ja, hört sich ganz lecker an, ne? Sowas mag ich auch richtig gerne essen. Organic, Raw, Vegan, Gluten Free, das ist alles ganz nett, ne? Wir haben ja auch relativ große Produkte drin, also das finde ich auch ganz nice, ne? Dass es halt nicht nur so kleine Geschichten sind. Natürlich sind es Probiergrößen, aber es sind so große Probiergrößen, dass man sich eine Meinung über den Geschmack bilden kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Was versteckt sich denn bei Nikolaus? Es ist auf jeden Fall ein ultra süßer kleiner Hund, der ein Geweih trägt und in einem Nikolausstiefel steckt. Das feiere ich. Und das feiere ich auch deswegen so hart, weil diejenigen oder die Familie, die diesen Adventskalender von uns bekommen wird, tatsächlich auch einen dunklen Hund hat. Einen schwarzen Hund, ne? Und das finde ich schon wieder richtig süß. Ich glaube, ich werde was für Tabi dann auch in die Nummer 6 machen. So, hier haben wir drin Play-In-Chop Christmas Collection Organic Chocolate and Surprise Toy.
Dairy Nut Gluten and Plastic Free. Hä? Das ist irgendwas mit einem Überraschungsspielzeug drin. 2x10 Gramm Organic Chocolates und 3D-Puzzles und Fun Facts Cards sind da auch drin. Okay. Ja, ich mache das jetzt nicht auf, weil ich das vielleicht weiter verschenken möchte. Ja, gut. Ne, das ist ganz. Für Kinder ist es definitiv eine coole Sache, ja. Hier ist die Nummer 7. Mini-Pop. Yay! Popcorn. Shit. Keine Ahnung. Actual Size. Aha. Sea Salt Mini-Popcorn. Das finde ich süß. Das finde ich echt cool, ne? So eine kleine Probiergröße Popcorn. Kann man haben. 10 Gramm sind da drin, aber ne, das ist halt so 2 Hände voll. Die Nummer 8 spricht mich total an, denn ich stehe mega auf Seehunde. Waren damals meine Lieblingstiere tatsächlich. Und ja, das ist auch schön groß, ne? Guckt euch diesen süßen kleinen Seehund an. Oh mein Gott! Er ist so niedlich. Oh, er ist ein bisschen rundlich, hat eine süße Herznase, hat eine Zuckerstange in der Hand. Und ich finde ihn echt niedlich. Also über die Optik von dem Adventskalender brauchen wir gar nicht reden. Die ist hammermäßig schön, ne? Also auch sehr, sehr kindgerecht und ich mag das. Popped for you. Basket by Mr. B. Black Pepper. Also mit schwarzem Pfeffer. Brown Rice Chips. Oh, das sind so Reischips mit schwarzem Pfeffer. Jo. Sieht sehr ansprechend aus, finde ich. Kriege ich gerade richtig Bock drauf. 24 Gramm sind hier drin. Auch die Nummer 9 ist ganz schön groß. Und die ist sogar ein bisschen schwer. Irgendwas bewegt sich da drin. Oh, ja, freche Freunde. Apfel, Erdbeere, Blaubeere und Himbeere, ne? Die hole ich mir auch gerne mal, wenn ich bei DM oder Rossmann bin und dann einfach zwischendurch mal Bock auf ein bisschen Früchte habe. Ich darf das. Ich bin schon groß. Nee, finde ich echt cool. Die finde ich lecker. Das ist gut. Und es ist halt eigentlich eher ein Kinderprodukt, deswegen ist es in einem Kinder-Adventskalender sehr gut aufgehoben. Der Bauch vom Schneemann bildet die Nummer 10. Die ist auch ganz schön schwer. Oh, hier haben wir wieder. Oh, da wird mein Freund sich freuen. Vielleicht mache ich die sogar in seinem Adventskalender rein. Ich weiß nicht. Verival Bio-Honigwaffeln. Das ist toll. Wir wohnen ja in der Nähe der holländischen Grenze und da kennt man halt die Stroopwaffeln, weil Stroopwaffeln werden bei uns auf einem ganz normalen Wochenmarkt verkauft und ja, weil da einfach auch ein holländischer Stand ist und die sind so lecker. Ich habe auch mal eine Zeit lang so in Holland gearbeitet, ne, bin dann halt auch gependelt und da habe ich halt auch gerne mal für meinen Freund welche mitgebracht, halt original aus Holland und das ist so geil. Und ja, das ist jetzt von der Marke Verival. Da würde ich mich drüber freuen, wenn ich das in seinen Adventskalender packe. 60 Gramm sind hier drin. Ja, und witzigerweise kommt die Firma, die das herstellt, aus Österreich. Fun Fact. Wir sind im zweistelligen Bereich. Wow, das ging jetzt aber ganz schön schnell. Hier oben haben wir die Nummer 11. Wie geil dieser Kalender übrigens zu meinem Nagellack passt, ne? Das war jetzt nicht geplant. Hier haben wir wieder so ein Cookie drin. Zauber... Kakao-Cashew-Cookie, lecker. Ich bin der runde Riegel. Ohne Zuckerzusatz ist es dieses hier. Ja, sieht sehr ansprechend aus, ne? Doch, finde ich schon. Fühlt sich sehr weich an tatsächlich oder sehr feucht. Süß, soft und lecker. Es ist Halbzeit und die befindet sich hier oben drin, an dem Baumunterteil. Halbzeit darf gerne mal was Besonderes sein. Ich mag das, wenn es zur Halbzeit was Besonderes gibt. Roba Hazelnuts, 30 Gramm, Chocolate Covered. Okay, das sind Haselnüsse, die mit Schokolade überzogen sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein klassisch kindermäßiges Produkt ist, aber es wird safe lecker sein. Die 13 befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Oh, die ist aber gut gefüllt. Jedenfalls fühlt sie sich so an. Oh, wir haben wieder Gummibärchen drin. Zahnhero mit Xylit-Gummibärchen. I love my teeth. Monster lecker, monster fruchtig. Mit Xylit und Maltit gesüßt. Beides trägt zur Erhaltung der Zahnmineralisierung bei. Das ist ein gutes Kinderprodukt dann wahrscheinlich, ne? Also ich kenne mich jetzt mit Zahngesundheit bei Kindern ehrlich gesagt nicht ganz so gut aus. Nämlich gar nicht. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, ne? 75 Gramm. Frei von Gentechnik, künstlichen Farbstoffen und Gluten, veganer Genuss ohne tierische Erzeugnisse. Nett. Und es ist halt auch eine süße, kindheitsmäßige Verpackung, ne? Auch hier mit so einem Eisbär und so. Schon süß. Gut, die zweite Halbzeit wurde also schön eingeleitet, obwohl wir ja schon mal Gummibärchen hatten, aber manche Produkte doppeln sich ja offensichtlich von der Art und Weise her. Da ist die Nummer 14. Louis, kleine Helden, Haselnuss-Schoko. Okay, weiß ich nicht, was das ist.
Es ist so ein runder Taler. Jedenfalls fühlt es sich so an. Ohne Palmöl. Ab 3 Jahren, 24 Gramm. Bio-Fruchtkonfekt auf Dattelbasis mit Haselnüssen und Kakao. Jo, ne? Für so mal zwischendurch kann ich mir das auf jeden Fall auch ganz gut vorstellen, wenn dann zum Beispiel die Kinder quengelig sind und irgendwie einfach irgendwas Süßes zwischendurch haben wollen. Warum eigentlich nicht? Was sie voll gut beurteilen kann, weil sie einfach keine Kinder hat. Beim Tannenbaum ist die Nummer 15. Hier haben wir Quinn Bite. Double Chocolate, 50 Gramm, Organic. Okay, das ist dann auch wieder so ein riesengroßer Keks. Fühlt sich aber etwas härter an tatsächlich. Das mit Quinoa, mit Cashews ist das, mit Schokolade, Kakao, keine Ahnung. Hier haben wir die Nummer 16. Zebra Bar, Raw Fruit and Nut Bar, Cherry Tart. Okay, das soll nach Kirschkuchen schmecken, 35 Gramm. Das finde ich nett. Also für mich jetzt so, ne? Finde ich, hört sich das auf jeden Fall sehr lecker an. Sonama sagt mir wirklich gar nichts, aber gut, ne? Muss probiert werden. Da ist die Nummer 17. Das ist jetzt das Büchschen eine Woche vor Heiligabend. Indie Bay Crunchy Pretzels Rock Salt. Okay. 99 Kilokalorien pro Verpackung. Oven baked, also Ofen gebacken. Und das sind so runde Dinge, die halt so ein bisschen an solche Brezel erinnern sollen wahrscheinlich. Ne? 26 Gramm sind hier enthalten. Das hört sich alles ganz lecker an. Natürlich, mit Fasern und mit Proteinen. Doch, hört sich gut an. Die Nummer 18 ist auch ein Hit, Leute. Denn guckt euch bitte diesen Weihnachtsbiber an. Ist der nicht unglaublich süß? Oh. Ist das ein Biber oder ist das ein Eichhörnchen? Weil da sind auch so, irgendwie sind da Eicheln mit bei, aber... Sein Puschelschwänzchen erinnert mich eher an einen Biber als an ein Eichhörnchen, oder? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt, ob das ein Biber oder ein Eichhörnchen ist. Nochmal hier von Namen. Ich würde sagen, es ist ein Biber. Okay, hier haben wir wieder Gummibärchen drin und die sind von Verival. Da hatten wir eben die Strohpfaffeln quasi auch mit drin. Bio-Fruchtbärchen ohne Gelatine. Jo. 100 Gramm sind hier enthalten. Jo, ne? Man sich mal gönnen. Sich oder vielmehr den Kindern, denn dies ist ein Kinder-Adventskalender, Claudi. Da unten befindet sich die Nummer 19 und das ist die letzte Zahl im Einser-Bereich. Hier ist etwas Kleineres drin. Voll ohne Mu. Erdbeerliebe. Kids love Jockey. Hä? Mindestens 50% weniger Süße, ohne raffinierten Zucker, zartschmelzender Kakaosnack mit Kokosblütenzucker. Okay. Hört sich auf jeden Fall nach einem kindgerechten Produkt an. Weil es dann halt auch zahnschonender ist, ne? Wenn es weniger Zucker oder gar keinen Zucker enthält, sondern nur diesen... Oh, guck mal. Und hier hinten in dieser Schokolade sieht man halt so diese Stückchen von Erdbeere. Das sieht sehr, sehr ansprechend aus. Ich persönlich mag jetzt leider keine Schokolade mit Früchten so in Kombination, aber das ist eine schöne Geschichte für ein Adventskalenderprodukt. Bei diesem wunderschönen weihnachtsverschneiten Baum, das ist die Nummer 20... Das ist wirklich hübsch, ne? So ein kahler Baum und dann halt so eine Schneekuppe drumherum. Love Raw, Milk Choc Bar, Peanut Butter Filled, Vegan, No Artificial, No Nonsense, No Palmöl. Also es ist vegan, kein üblicher Unsinn und ohne Palmöl. Und das ist mit Milchschokolade und mit Erdnuss gefüllt. Erdnussbutter, hört sich lecker an, 30 Gramm. Nom. Fühlt sich an, als wäre das, ja, das kann man so abbrechen, so hier nach und nach. Bei diesem unheimlich süßen Bärchen haben wir die Nummer 21. Oh mein Gott, ist der niedlich! Der guckt ganz verlegen, weil er in einen Lebkuchenmann gebissen hat und ihm den Kopf abgebissen hat oder da reingebissen hat und das ist total niedlich und das ist echt ein sehr, 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 sehr kinderfreundliches Bild, Leute. Geht so. Nein, aber das Bärchen ist schon süß, aber dass er halt so breitbeinig da sitzt und den Kopf da angebissen hat, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber das Leben als solches ist eins der härtesten. Also von daher machen wir uns darüber mal nicht zu viele Interpretationsgedanken. Hier haben wir drin von Foodloose Fruchtgummi Bio-Himbeere. Also diese Fruchtgummis, da hast du schon einige von drin, ne? Nasch was Gutes und tu was Gutes. Ja, ohne Zuckerzusatz. Hübsch. Mit so einem kleinen Igel drauf. Das ist schon süß, ne?
Ich den Igel jetzt gerade verdeckt, das habe ich ja gut gemacht. So sieht der Igel aus. Jetzt sieht man den auch. 5 Cent Spende hast du dann auch noch irgendwie wohl mit dabei. Ist auch nett. 100% vegan. 30 Gramm. Jo. Das sind so Herzchen. Süß. Ja, große Schritte gehen wir jetzt Richtung Weihnachten. Hier ist die Nummer 22. Cookie Bump. My Raw Joy. Kakao und weiße Schokolade. Ich liebe weiße Schokolade. 20 Gramm sind hier enthalten. Und das ist so eine Kugel. Jo. Ja. Kein raffinierter Zucker. Vegan, bio und roh. Ne? Was willst du da groß zu sagen? Das hört sich sehr schmackhaft an. Hier ist die Nummer 23. Der Kopf vom Schneemann ist jetzt dran. Mims. Mimsilicious. 3 Billionaire Bears. Hä? Chocolate Chip, Gluten-Free and Plant-Based, also, hä? Das scheint so ein Mini-Kuchen oder sowas zu sein, ne? Kann das wohl sein? Irgendwas mit Kokos ist das auch mit dabei. 3 Millionaire Bars heißt das übrigens. Hat mir gar nichts, diese Marke. 48 Gramm. Da ist auch wieder was mit Datteln und so dabei. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus und ich habe auch gerade echt Bock, das zu essen. Aber ich kann jetzt ja nicht den ganzen Adventskalender auffuttern, ne? Dann kann ich hier nachher einfach wegrollen. Ja, aber es hört sich wirklich lecker an. So, ihr Lieben, wir kommen nun zu der Nummer 24, Heiligabend. Heiligabend darf gerne was Besonderes sein. Ich bin extrem gespannt, was sich in der Nummer 24 verbirgt. Sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß. Halbwegs schwer. Eher mau befüllt, um ehrlich zu sein. Aber wir haben hier eine Tafel Schokolade und zwar Happy Benjamino, Super Choc for Happiness, also Super Schokolade für glücklich sein. Hazelnut Mulberry, Cocoa Milk, I'm Nutty Organic Vegan, also das ist mit Maulbeere und Haselnuss, das ist vegan. Das ist eine ganze Tafel Schokolade. Ich mag leider keine Beeren mit Schokolade, also keine Früchte mit Schokolade, ne? Aber mal gucken, vielleicht schmeckt es ja auch. Ja, 70 Gramm. Ist das weihnachtlich? Ich weiß nicht, glaube nicht. Ne? Nicht wirklich. Also hätte ich mir jetzt irgendwie in der 24 irgendwie was Cooleres erwartet. Vor allem, weil diese Box ja so riesig ist. Ne? Und dann hast du da sowas drin. Der Adventskalender ist wunderschön. Wirklich. Ne? Der ist hübsch, der ist hochwertig. Den kannst du super weiterverwenden und hast dann auf jeden Fall jetzt für jedes Jahr einen schönen Adventskalender, den man neu befüllen kann. Vom Inhalt her wäre er mir persönlich wahrscheinlich, nein, keine 49,90 wert, um ehrlich zu sein. Nee, tatsächlich nicht. Aber ne, der Inhalt war sehr, sehr ansprechend. Ich fand die Produkte cool. Man hat hier wahrscheinlich auch sehr hochwertige Produkte drin. Also ne, Marken, die ich so nicht kenne und so. Das ist alles ganz nice. Aber ich finde ihn schon sehr, sehr teuer eigentlich, oder? Für einen Food-Adventskalender? Schwierig gerade. Und das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!